grosse Herausforderung, die wir haben bezüglich Thema lebenslanges Lernen, ist, dass wir alle Mitarbeitenden erreichen wollen. La formazione continua è essenziale perché i veicoli continuano a cambiare e noi dobbiamo stare al passo coi tempi per risolvere i problemi. Si on aime bien son travail et qu'on veut être au courant des nouveautés pour servir au mieux nos clients, on n'a pas le choix, il faut se former continuellement. Mein Name ist Livia Schmid, ich arbeite für die SBB im Bereich HR-Bildung für das Programm Fit for Future. Wir haben zwei grosse Herausforderungen beim Thema lebenslanges Lernen. Einerseits alle Mitarbeitenden zu erreichen, was nicht ganz einfach ist bei über 30'000 Leuten, und andererseits die Rahmenbedingungen fürs Lernen zu schaffen. Wir haben über 150 verschiedene Berufsfelder bei der SBB und haben 36 davon genau analysiert mit einer Berufsfeldanalyse. Es ist herausgekommen, dass wichtige Selbstkompetenzen der Zukunft Lernbereitschaft und Veränderungsbereitschaft sind. Aus diesem Grund haben wir eine Plattform ins Leben gerufen, wo ganz viele Geschichten von unterschiedlichen Mitarbeitenden drauf sind. Wir sind uns absolut bewusst, dass die Plattform erstmal ein erster Schritt ist, um das lebenslange Lernen bei unseren Mitarbeitenden zu verankern. Nur weil es eine Plattform gibt, heisst es noch lange nicht, dass die Leute auch drauf kommen oder sich davon inspirieren lassen. Ciao, mi chiamo Vincenzo Rizzo, 39 anni e sono responsabile della rimessa in esercizio delle locomotive per l'officina di Chiasso dell'FFS Cargo. Per me lavorare sulle locomotive rappresenta una sfida dell'uomo in confronto alla macchina, perché l'uomo l'ha progettata e quindi deve essere in grado di poter risolvere i guasti. La formazione continua è importante perché non possiamo permetterci di rimanere fermi e sederci sugli allori. Je m'appelle Aline, je suis chef de team pour une équipe de conseillers clientèle qui sont répartis entre Genève-Cornavin et Genève-Eaux-Vives. Le métier de conseiller clientèle est constamment en changement et pour moi c'est important que mes équipes restent au courant des nouveautés malgré les horaires irréguliers. Wir haben festgestellt, dass wir nicht nur auf Top-Down-Strategien setzen können. Es ist sicher sehr wichtig, dass Führungskräfte ihre Mitarbeitenden auf das Thema auflöpfen und klar machen, wie wichtig es eigentlich ist. Wir müssen aber auch sicherstellen, dass Mitarbeitende, die brennen für das Thema lebenslanges Lernen, auch ihre Kolleginnen und Kollegen wirklich anstecken mit dieser Begeisterung. Le travail de conseiller clientèle au guichet ne permet pas de se former entre deux clients. Nous avons donc mis en place des solutions pour que mes collaborateurs puissent quand même participer à des formations. Es ist einerseits wichtig, dass die Mitarbeitenden lernen wollen und sich mit dem Thema identifizieren können. Andererseits ist es extrem wichtig, dass wir als Unternehmen die Rahmenbedingungen dafür schaffen. En plus des cours proposés par les CFF, avec notre fichier back-office, nous permettons à 4 de nos employés de prendre du temps pendant le temps de travail pour se former. Nelle FFS, ci sono tante offerte formative per ampliare le proprie conoscenze e alcune di queste vengono, diciamo, proposte direttamente dal mio superiore, altre invece possono essere gestite in maniera autonoma con l'e-learning. Wie wir ja gesehen haben, ist es extrem wichtig, dass wir Mitarbeitende, die lernen wollen, wirklich die Möglichkeit geben, das auch zu machen. Und da sind wir als Unternehmen gefragt.